Der Libanon, auch die Schweiz des Nahen Ostens genannt, ist eingebettet zwischen Syrien, Israel und dem Mittelmeer. Beirut als Landeshauptstadt zeigt ein vielseitiges, aber vor allem kulturelles Gesicht. Der getötete ehemalige Ministerpräsident Rafik al-Hariri in Sidon im Süden Libanons als Sohn eines Bauunternehmers geboren, wurde als der libanesische Politiker des 20. Jahrhunderts bekannt. Nicht nur durch sein Charisma, auch durch seine finanziellen Zuwendungen als Selfmade-Millionär wurde er maßgeblich durch den Wiederaufbau des Landes bekannt. Am 14. Februar 2005 verließ Hariri vorzeitig eine Sitzung im Parlamentsgebäude, um sich in einem Café in der Innenstadt mit dem Verteidigungsminister des Landes zu treffen. Nach längerem Warten beschloss al-Hariri jedoch, nach Hause zu fahren. Wie für jeden Politiker üblich, fuhr auch er niemals zweimal am Tag dieselbe Strecke. Er wählte die Route durch die Stadt, entlang der Küste. Kurz vor 1 Uhr Mittag explodierte dann eine 1000-Kilo-Bombe unmittelbar in der Nähe des Phoenicia International Hotels und riss neben ihm auch 22 weitere Menschen in den Tod. Über 100 weitere Menschen wurden schwer verletzt. Seit dem Libanon-Krieg im Jahre 2006 hat nach wie vor der syrische Geheimdienst starken Einfluss im Libanon. Der Beiruter Stadtteil Hamra ist für seinen multikulturellen Einfluss bekannt, wurde aber nach dem vergangenen Krieg nicht wieder aufgebaut, wie es das Zentrum Beiruts zeigt. Die Geschichte des Landes ist Jahrtausende alt und führt zurück bis in die Zeit Alexander des Großen, der schon damals große Festungsanlagen errichten ließ. Eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind Byblos, Tydos und Sidon. Sie zeigen noch heute durch ihre monumentalen Bauten von vergangenen Zeiten der großen Seefahrer und Eroberer. Der Libanon steht nach wie vor unter dem Einfluss und der politischen Kontrolle Syriens und ist zu einem Pulverfass ohne Zünder geworden.